Einen wunderschönen, meine Freunde, ja. Wie ihr es schon mal wieder oben in der Beschreibung gelesen habt. Heute geht es um meine ersten Starbursts. Und zwar den Safari Melon Dew. Zur Verfügung gestellt von wasserpfeifenhaus.de. Vielen Dank an dich, Steffen. Dann zeige ich euch erstmal ganz kurz den Schnitt. Wie ich das so mitgekriegt habe, Starbursts typisch, mal ein bisschen feiner, mal ein bisschen gröber. War auch mal ein etwas längerer, dünner Ast oder eine Mittelrippe dabei und alles sowas. Aber ging auf jeden Fall klar. Fand ich perfekt für den Batcha. Kommen wir erstmal zum Geruch. Und erinnert mich sofort zu 100% an einen grünen Tee. Also gibt es, glaube ich, also bei mir im Rewe gibt es da so eine 2-Liter-Packungen grüner Tee. Und der riecht haargenau danach, ja. Ansonsten eine süße Honigmelone. Aber eher den Tick nach grünem Tee. Also extrem lecker, ja. Keine Parfümbombe oder sowas. Also echt geil, natürlich. Jo. Ich rauche heute in der Narikela. Warum habe ich das denn immer bloß noch drin? In der Amy Deluxe 630. Für die ganz speziellen Köpfe, die Amy Deluxe 630 Glorious. Mit dem Shisha Schmitty Glasschlauch, dem Tonkopf und dem Batscherhütchen drauf und drei Kokobrikos. Der Rauch ist super, schön dichte, fette Wolken. Also da gibt es gar nichts zu meckern. Ja, und der Geschmack ist echt lecker. Also schmeckt, sage ich mal, zu 80-90% wirklich nach dem grünen Tee. Und man schmeckt halt noch eine süße Honigmelone raus. Also gefällt mir echt sehr, sehr gut. Ja, für die klugen Köpfe, die sich immer fragen, warum puste ich denn immer den Rauch raus, ja. Quasi das alte Ventil, da kommt der alte Rauch raus und ich hole mir dann quasi frischen Rauch. Gibt es gar nichts zu meckern, ja. Also wirklich wie der grüne Tee in den 2-Liter-Packungen. Das sind so eine. Was sind das für Verpackungen? So eine. Nicht Glas, sondern. Fällt es mir jetzt noch auf die Schnelle ein. Ich denke mal, ihr wisst schon Bescheid. Ja, ich blende einfach mal hier irgendwo dann noch ein Bild ein, damit ihr Bescheid wisst, was ich meine. Jo, also super lecker das Ganze. Starbursts, also der heißt direkt Safari Melon Dew. Nicht nur Melon Dew alleine. Wäre das Ganze jetzt nicht so teuer, also ich glaube, die 200 Gramm kosten von Starbursts jetzt 28,90, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Finde ich ein bisschen unverschämt, ja. Ich meine, der Tabak ist super lecker, aber dafür kriege ich ja fast drei Alvaha-Dosen oder ungefähr ein halbes Kilo Alvaha. Finde ich echt extrem, also sage ich mal, die 200 Gramm, man könnte vielleicht noch so mit 22 Euro leben. Aber 28,90 ist schon ganz schön fett. Genau. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder, Freunde. Dann wünsche ich euch noch einen entspannten Sonntag. Morgen einen schönen Start in die Woche.